Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ich bin da fleißig um ja, weiter am Abbauen. Ich habe schon mal so ein bisschen Fundament weggenommen und wieder unser Magnesium-Ding da rausgenommen. Also mit dem Turbo Jetpack T2 bumst das schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Ne? Also, es geht gut ab. So, ja, wie ihr seht, habe ich zu viel. So ein veranlasst lässt, lassen lässt. Hier mal so ein bisschen vielleicht noch umzubauen. Dass wir sagen, hier machen wir wirklich noch einen Schrank rein. Ja, können wir ja so halb schräg machen. Machen wir Eisen 2. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Weißt du, das war einfach so Reserve-Eisen. So, weil wir wollen ja, also ich wollte ja das hier irgendwie bauen, ne? Da bräuchten wir ja noch Superlegierung. Und davon haben wir ja nur eins. Deswegen würde ich jetzt gerne als erstes... Was ist denn los, Katze? Spring doch nicht hier. Komm hier rum. Komm her. Was geht? Komm her. Ja, komm her. Und jetzt hier. Nee, geh da hin. Ja. Und jetzt chill da hin. Gar kein Licht an. Papa hat kein Licht an. Nein? Hier hinten. Nicht auf dem Schoß. Ja. Deswegen hast du da dein Deckchen. Nicht? Doch? Du willst spielen oder so, ne? 13 Jahre alt und willst spielen. Warum legst du? Ja, leg die da vorne. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Oh. Ja, also ab und zu muss man sich auch darum kümmern, ne? Das ist halt so. So. Ich müsste ja auch eigentlich... Was ist denn hier drinne? Ach du, boah, wir haben hier noch Iridium. Heftig. Eigentlich müsste ich ja auch sagen, ja, kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Wir müssen hier die Erddinger-Dämme abbauen. Wir bräuchten Superlegierung. Ganz, ganz viele. Ich weiß aber nicht wo. Eigentlich nur in Kisten. Ich habe das noch nirgendwo so gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die bauen können. Wüsste ich jetzt auf jeden Fall nicht wie. Zumindest geht der Weg wesentlich schneller. Also ich dachte ja, dieses von 130 auf 170%, so, ach ja, hier, was wollt ihr mir erzählen, hier voll deppen. Das ist für den Arsch. Aber ich muss sagen, nö, ist es nicht. So, den können wir schon mal dingsen. Ja, trinken brauchen wir noch nicht. So, hier die Stoffe. Wo Stoff ist, ist auch wo Stoff ist. So. Eisen 2 und Iridium. Heftig, ne? Ah, da haben wir schon gut, ja. Das ist fetzig. Guck mal, wie schnell ist die. Also wirklich auch spiel ich Super Mario und hab den Stern. Ja, das fetzt schon. So. Hier in den Spalten, ich hätte das also ein Komplex dann wirklich schon gerne so weggebaut. Guck mal noch, was hier so drin ist. Ja, das ist klar. So, Magnesium noch ein bisschen. Boah, zu viel Eis brauche ich das. Das Lithium brauche ich schon. Ja. Gut, das ist jetzt aber auch die letzte Tour und ich dachte, er denkt so, ja, jetzt macht jetzt die Uni da schon irgendwie. Wir wollen hier, also, beziehungsweise ich, wir hier in die Dings rein. In die ja, Klippenschlucht. Da haben wir da noch ein bisschen Glück. Oder wollte ich da rein? Ne, ich wollte da hinten gucken, ob ich da hochkomme, ne? Ja, oh, da machen wir rein. Das hört sich viel mehr nach einem soliden Plan an. Der auch meiner Existenz würdig ist. Also jetzt nicht falsch verstehen. Aber man ist immer so in der Waagschale oder man in der Wagnis. Ne? Macht man das, worauf man Bock hat, oder will man noch so ein bisschen was zeigen? Weil normalerweise, Leute kennen das, wenn ich hier streame mit Wilhelm, ne? Wilhelm ist so fokussiert auf hier, fertig, 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 Content, 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 ne? Bei mir ist immer so, ah, Keks mal links, Keks mal rechts, ach, guck mal, ne, voll süß und bla, und Keks, ne? Ich lass mir da so Zeit, genieße ein Spiel und, ja, probier mal ein bisschen was aus. Ich muss nicht erfolgreich sein im Spiel, ne? Das kommt von alleine, mit der Zeit. Weil ich muss Spaß haben beim Spiel. So. Und deswegen spiele ich ja auch.
Ja klar, manche, also ich will jetzt nicht sagen, dass William keinen Spaß hat, ne? Der hat schon Spaß bei dem, aber der kriegt eben den Spaß durch seinen Erfolg, den er hat, ne? Indem er da sehr fleißig ist und sehr schnell ein Haus hochzieht und sehr schnell die besten Upgrades hat und so weiter und so fort. Bei mir ist das eher so nicht so. Ich bin lieber unerfolgreich und hab Spaß. Spiegelt das mein Leben jetzt wieder? Nee. Würde ich nicht sagen, weil ich unerfolgreich bin. So. Hier waren wir ja schon hinten alles mal unterwegs gewesen, ne? Und haben uns das hier alles angeguckt. Und hier war denn irgendwo auch eine, glaube ich, eine Höhle oder so. Und auf jeden Fall bin ich irgendwo am Rand, wahrscheinlich hier, irgendwie nach oben gekommen. War hier hinten dann mal durch. Richtig? Richtig. Und irgendwo bin ich runtergefallen. So, da könnten wir, oder konnten wir überlegen, ob wir hier denn. Aber hier ist ja nichts, ne? Hier ist wieder Arsch der Karte. Also war ich denn hier so durch, ne? Ja, da gibt es ja wirklich nichts. Da liegt was, da nicht. Was ist denn? Inwiefern das da zugehört hier, weißt du? Aber ich glaube nirgends wie. Also nicht ein bisschen. Nö. Das hier ist einfach nur, jetzt sind wir dahinter. Klar, man spart natürlich auch die Laufzeit, indem man hier rumfliegt. Hatten wir hier eigentlich noch was drin? Ja. Ne, den brauche ich ja noch, um jetzt Wasser herzustellen. Naja, nimm mal alle mit, ne? Gut, weil dann wissen wir auf jeden Fall, da hinten ist nichts. Somit gesehen brauchen wir uns keine Angst machen. Ich will mal ein bisschen was herstellen. Also, das reicht. Können wir vielleicht noch ein... Ne, das Lithium haben wir jetzt. Vielleicht noch ein Titan mitnehmen. Wenn wir hier eh schon mal sind. Gut, wenn wir da und da waren und da ist nichts mehr. Also können wir ja eigentlich nur noch geradeaus oder mal zum Halo. Weil das Traumschiff hatten wir ja schon. Ne? Dann würde ich mal sagen, dass wir Richtung Halo gehen. Weil wegen super... super Lackierer. Weg. Also eismäßig können wir uns ja gar nicht beschweren. So, ach ja, Eisen hätten wir hier hinten. Ein Titan. Und Nahrung. Ta, 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 ta. So, gut. Halo, wir kommen. Aber vielleicht gehen wir hier noch da so ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ja noch. Wie gesagt, die eine Kiste hatte mir richtig toll gefallen. War das hier? Ich war da irgendwo hier reingelatscht. Hier hinten sieht es ziemlich verwürfelt aus. Ja, irgendwie so sind wir da hier rein. Auf jeden Fall. Irgendwie so war das, ne? Katze? Dann sag's. Weiß auch nicht, ne? Was war das im Auge? So, hier ist auf jeden Fall. Ah. Also, das können wir nicht abbauen. Okay. Dachte, hier können wir ein bisschen was abbauen. Sieht manchmal ein bisschen jetzt aus wie dieses Ossium, ne? Aber dürfen wir uns nicht verwirren lassen. Ah. Nimm ich nicht. Also klar, jetzt Eisen ohne Ende, aber so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht. So, Jungs und Mädchen, wie kommen wir da oben hin?
Also hier gibt es ja irgendwie verschiedene Oberwege anscheinend. Achso, okay. So, wahrscheinlich viel, viel einfacher als ich dachte. Ja, wesentlich einfacher als ich dachte. Mann, ist das schon. Ah, da weiß er jetzt wieder nicht. Inwiefern. Okay. Ja, aber nach vorne kommen wir gar nicht. Sind ja aber auch geheimnisvolle Schlängewege, ne? Okay. Komme ich zu dir darüber? Also hier auf jeden Fall nicht. Okay. Ja, damit teilen wir uns den Weg. Geil. Das wäre auch cool, wenn die Sicht jetzt ein bisschen schöner wäre, ne? Boah. Wer legt denn das hier hin? Wer legt denn das hier oben hin? Also, ich nehme es mit. Das kannst du ja nicht einfach so verlieren, ne? Oh, wird denn das jetzt so dunkel? Ja, gleich. Ja, müssen wir jetzt vorsichtig sein, ne? Okay. Folge der Superlegierung, ne? Oh, ich muss da rüber. Bin ich jetzt runtergefallen? Nö. Hä? Ihr seht nicht, wo ich rumhänge? Ist das eine Kiste? Mach mal heller. Jetzt bin ich runtergefallen, oder was? Ich bin in der Grafik. Okay. Ich bin runtergefallen. Oh, hier ist aber auch schon. Ja, sagen wir mal ein bisschen einen anderen. Oh Mann, ey, der war schmal. Ich brauch Licht. Ich muss da nochmal mit Licht hin. Das geht nicht. Genau jetzt wird dunkel, ne? Das ist immer so. Ich sammle mich jetzt mit irgendwas hier voll. Eis brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das haben wir hier noch. Ja, Inventar ist jetzt auch voll. Okay, jetzt sind wir hier hinten. Hier hatten wir ja unser erstes Mal. Ja, hier hatten wir unser erstes Mal. Da können wir natürlich auch dann gucken, ne? Wenn es mal ein bisschen sonniger wieder wird. Mal jetzt hier. Gibt's Sonne. Ain't no sunshine when she's gone. Also keine Sonne ist, baue ich da hinten weiter ab, aber ich hätte gerne Sonne. Gib mir die Sonne. Gib mir die Sonne. No. Ja, aber auch, dass man mal so ein bisschen Uran gefunden hat und sowas, ne? Ah, der wichtigste ist hier der Super Legiro 2000. Das ist richtig toller. Richtig toller Roller. Katze, ich bin hier. Du brauchst da hinten hier rumschreien. So, eine Nahrung können wir verzehren. Wasser stellen wir uns her. Und Eisen 2. Katze! Weißt du, das frühste Morgen, Katze steht jetzt wieder vor der Tür vom Schlafzimmer und will, dass die Mutter rauskommt, ne? Also Frauchen. Und versteht aber nicht, dass, nee, das ist Kacke, ne? So. Also auf jeden Fall, Kobalt wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir das mal noch so nebenbei eintütteln. Ja, ja.
Was ist los? Du alter Schreibär. Ja, und dann werden wir hier. Ich glaube, als erstes die Erdbohrer. So, damit man das so energiemäßig dann noch mal ein bisschen so im Auge behält, weißt du? Und dann stehen wir mal weiter. So, jo. Das ist geil. Das ist leer. Das ist leer. Und das ist leer. Gut. Geil. So. Geil. Kann ich das nicht? Achso. Aber wir können das gar nicht aufnehmen. Okay. Aber jetzt ist auch hell. Dann wollen wir da jetzt wieder zur Stelle hin und da wegen Superlegion gucken. Weil das interessiert mich jetzt mehr. Klar, so zwischendurch, wir wohnen ja nicht weit weg, ne? Aber hier oben ist eben einfach mal die Sache, dass wir da ein bisschen safer als safe sind, ne? Also eigentlich komplett safe sind. Und deswegen guckt man sich das mal an. Boah, ich glaube auch der Schrank wird noch nicht mal ansatzweise halten. Aber nö, reicht nicht. Pass mal auf, wir machen das denn anders. Ich baue denn oben denn. Kann ich denn oben was drauf bauen? Ach doch, naja klar, ich kann ja noch so eine Treppe bauen, ne? Was kostet so eine Treppe? Wo ist sie denn? Indoor-Treppe, da. Ja, können wir bauen. Zack. Und dann bauen wir das hier hinten auch nochmal. Genau. Diesmal ein bisschen weiter hinten. Zack. Kletter. Weil dann können wir nämlich jetzt hier, wenn wir genug Eisen. Ich bräuchte ja dafür denn 4 Titan und 4 Kobalt, ne? So, 4 Kobalt haben wir, 2 Titan müsste ich noch mitnehmen. Achso. Ne. Ist ja auch drin. So, 2 Titan nehmen wir noch mit. Und für die normalen Wohnabteile brauche ich Titan und Eisen. Ja, alles kommt. Ja, und den Rest nehmen wir dann hier mal mit. Das dann haben wir auch ein bisschen. Komm, dann baue ich jetzt die dritte Ebene aus. Und dann ist gut. So, wir fangen hier hinten an, weil wir bauen uns ja irgendwann mal denn dazu, ne? So. Ja, ich sterbe schon nicht. Ja. Wahrscheinlich muss ich erstmal den hier durchklatschen. Mann, das geht jetzt nicht. Irgendwie so macht er. Ja. So, und der Federeisen. Geil. So, wie viel könnt ihr jetzt noch bauen? Na ja, noch ein paar. Ja, lass mal das Eisen leer klatschen. Dann gucken wir gleich nochmal in das Kollegium. Weil wir bauen ja da drüben auch noch weiter Eisen ab, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir eisenmäßig komplett auf der nackigsten. Achso, Titan haben wir. Ja, aber dann ist gut. Haben wir jetzt oben da ja schon was gemacht. In der Höhe zu bauen, das ist gar nicht so einfach, weil wo mache ich denn jetzt hier die Reste? Also wo stehe ich denn jetzt, um das letzte zu bauen? Aber das sind so Fragen über Fragen, wo ich mich frage, ob das denn so geht. Ne? Aber das werden wir sehen. Gut, auf geht da. So, da hinten war ja irgendwo so eine Höhle. Quatsch, nicht eine Höhle, aber hier sowieso andere Scheiß, wo wir noch eine Kiste hatten, wo wir Zeug hatten. Ja, und dann müsste ich ja hier irgendwie, hier ist die Kiste schon mal. Genau. Hier war auch weltwichtiges Uran. Ja, mach höher. Komm, setz mich drauf hier. Okay, ich müsste ja von hier denn irgendwie. Aha. Aha. Ah.
Aha. Speichere ich mir jetzt das hier? Ach. Den Spring kommt ja nicht so klar, ne? Wollen wir nochmal probieren? Ich würde gerne mal, weil mit dem Jetpack irgendwie fahre ich ja gleich runter. Da kommt ja irgendwie hier mit gar nichts klar. Ne, hier war ich doch jetzt richtig. Weiß ja nicht, wozu ich denn da so lang kann. Ah, da hätte ich auch hochbekommen. Ne? Aber er zeigt ja hier irgendwie an, ich könnte... Guck mal, von da komme ich. Da hinten wird es nichts geben. Er kann das irgendwie mit den Schluchten nicht. Atmosphärischer Wassersammler. Normalerweise könnte ich ja jetzt hier so sagen, ey, pass mal auf. Oh! Geil, Abkürzung genommen. Geil. Okay, wenn ich springen will, darf ich nicht so machen. Aber wenn ich dreimal das sammle, ist auch okay. Cool. Man sieht, die Menschheit war schon hier. Boah, eine super Legier. Also wenn ihr das sucht, ne, dann geht hier oben drauf. Und von da hinten kommst du auch locker da drauf, ne? Heftig. Boah, alles voll. Von da kommst du auch locker drauf. Also, ne? Wenn ihr das sucht und unbedingt haben wollt, gibt es hier in Hülle und Fülle, ne? Aber überall. Guck mal da hinten wieder. Heftig. Da auch noch. Ich weiß nicht. Wie wir da noch hinkommen. Wahrscheinlich irgendwie. In den nächsten Jahren. Aber wollen wir sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.